Ich bin Stefanie Arnold, schwerhörig und Hörpatin bei Cochlea Deutschland. Wenn ich alleine reise, bin ich besonders auf Hörkomfort angewiesen. Für mich als Hörgeschädigte ist eine Reise immer ein kleines Abenteuer. Habe ich auch die Ansage verstanden? Finde ich mich hier zurecht? Und habe ich vor allem meine Technik beisammen? Jetzt kann meine Hörreise ins Saarland beginnen. Ich bin zum ersten Mal im Saarland und bin schon ganz gespannt. Für die nächsten Tage habe ich ein tolles Programm. Jetzt erstmal ab ins Hotel. Ich habe das Zimmer für Hörkomfort gebucht. Oh, Sie haben eine induktive Anlage? Ja, wir sind gerade ganz frisch ausgezeichnet worden vom Qualitätssiegel Netzwerk Hören. Haben entsprechend auch die Zimmer schon ausgestattet. Das ist ja interessant, weil ich habe eine T-Spule in meinem Hörgerät und in meinem CI und könnte diese jetzt aktivieren, damit ich besser verstehe in so einer Anmeldungsform. Ein Zimmer mit Hörkomfort macht für Hörgeschädigte vieles leichter und sicherer. Das ist ein Funkkopfhörer extra für Schwerhörige. Es gibt eine Lichtsignalanlage, wenn ich das Klopfen des Zimmerservice mal nicht höre. Dieser Wecker mit Licht- und Vibrationsalarm ist auch total praktisch für mich. Ach, jetzt erstmal mit Musik entspannen. Jetzt geht's los mit einer Stadtführung. Sahlul gilt ja als die heimliche Hauptstadt des Saarlands. Eine Führung für Hörgeschädigte macht wirklich einen Unterschied. Die Gruppe ist klein und der Führer gibt sich viel Mühe, deutlich zu sprechen. Ich habe ein Faible für moderne Kunst. Bin gespannt, wie das barrierefreie Hören sich jetzt im Museum anhört. Das war ein toller Tag. So viel Kultur. Doch morgen möchte ich die Natur im Saarland erleben. So eine FM-Anlage für Hörgeschädigte macht eine Führung erheblich leichter. Ich verstehe einfach besser. Liebe Gäste, ich begrüße Sie auf das Herzlichste in der römischen Villa in Borg. So haben die Römer vor fast 2000 Jahren gelebt. Jetzt haben wir Hand angelegt, jetzt können wir es uns auch gleich richtig gut schmecken lassen. Ich habe schon viel vom Netzwerk Hören erfahren. Jetzt möchte ich gern wissen, wer überhaupt dahinter steckt. Ja, wir vom Netzwerk Hören möchten gerne das Reisen im Saarland für Menschen mit Hörbehinderung attraktiv machen und arbeiten da ganz eng mit der Medizin zusammen. Ich stehe jetzt vor der Bosenberg-Klinik. Ich wusste bislang nicht, dass das Saarland für Spitzenmedizin in Sachen Hören steht. Ja, herzlich willkommen, Bosenberg-Klinik. Ja. Schön, dass Sie Zeit für mich haben. Ich bin selbst Cochlea-Implantträgerin. Wie könnte ich jetzt den Zugang zur Musik wiedererlangen? Hören ist viel mehr als Sprachen, zum Beispiel Naturgeräusche, zum Beispiel eben auch Musik. Und da ja viele Cochlea-Implantträger vor dem Cochlea-Implant durch die zunehmende Gehörverschlechterung rückwärts gehen, was das Thema Musik anbetrifft, wollen wir wieder einen Zugang zur Musik auch schaffen. Der erste ist höher. Richtig, ja. Ich bin selber auch Cochlea-Implantträger. Ich zeige Ihnen jetzt mal, wo, wenn man diesen Weg jetzt weitergeht, wohin man dann mit der Musik kommen kann. Jetzt besuche ich Martin. Er ist Wanderführer und ein echter Biber-Experte. Hallo Steffi, grüß dich. Hallo Martin. Ich freue mich, dass du heute mit dem Netzwerk Hören bei der Biberwanderung dabei bist. Und ich würde dir gerne zeigen, was die Biber hier bei mir im Revier so tun. Hier ist ja eine wunderschöne Auenlandschaft entstanden. Ja, genau, das macht der Biber hier, weil es ist einer der wenigen Tiere,
ihren Lebensraum selbst schaffen. Und dann schafft er auch eben solche Landschaften. Vielen Dank. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen und dann bringe ich dich eben noch zurück. Meine Hörreise ist nun zu Ende. Ich habe viel erlebt in Sachen Kunst, Natur, Medizin und Technik rund ums Hören. Saarland, ich komme wieder.